Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Printsights-Episode. Und wir sprechen hier ganz, ganz viel über Digitaldruck, die Druckbranche, Maschinenmaterialien, alles, was so dazugehört. Und heute gibt es ein anderes Thema, und zwar sprechen wir über das Thema Führung. Und darin finde ich persönlich ein sehr wichtiger Aspekt, Thema Vertrauen und Freiheiten lassen. Und ich glaube, das war jetzt neulich erst ein großes Thema bei uns, weil wir haben einen... Ich erinnere mich. Du erinnerst dich, war ja auch erst vor ein paar Tagen. Wir haben einen Material-Launch vorbereitet und normalerweise machen wir dann ein Video, denken uns was Lustiges aus, aber erzählen das schon im Vorfeld so. Ja, aber das war mies. Ja, weil wir haben nämlich überhaupt gar nichts erzählt. Also nicht ein einziges Wort. Wir haben nur gesagt, hey, 4.4., 9 Uhr. Aber wir sagen dir überhaupt gar nicht, was wir machen. Aber hey, es ist nicht nur ein Video. Und wir haben übrigens auch Gäste eingeladen. Und aber wir erzählen dir nicht, was wir machen. Mhm. Das hatte ich ziemlich gewurmt, ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Aber um ganz ehrlich zu sein, ja, das war schlimm. Das war schon eine harte Zeit, weil wir haben zwar relativ in einem kurzen Zeitraum, ich glaube, weniger als 20 Werktage gehabt, für die ganze Vorbereitung. Da war mir ja, kam das deutlich, deutlich länger vor. Das Ding ist ja auch, da war ja zum Beispiel auch noch die Vespa mit inkludiert und die Osterfeiertage. Weil ich wollte ja unbedingt erfahren, worum es geht. Deswegen, also das war, wie wenn man so als Kind irgendwie so Geburtstag hat und dann so überlegt, so, Alter, was kriege ich geschenkt und wo oder sind die Geschenke? Und du versuchst so rauszufinden. Und so war das. Deswegen, Sandro, lass das nächste Mal für Erik wie so einen Adventskalender machen, wo er bis zum Launch jeden Tag ein kleines Türchen aber ohne Mist, das war richtig komisch. Weil, also das kannst du gar nicht nachvollziehen. Ja, da hast du recht. Aber jetzt, um das Führungsthema anzusprechen, du bist Geschäftsführer, du bist unser Chef. Du hättest jederzeit sagen können, nee, Leute, ihr müsst mir das sagen, weil sonst gebe ich das nicht frei. Das ist ja dein Recht als unser Chef. Voll. Warum hast du es nicht getan? Na, also ich habe ja viel Vertrauen in mein Team. Und ich finde es auch ehrlicherweise super, wenn sowas ist. Also dort war halt nur, das, was halt hinterhältig war, ist, dass ihr es überhaupt angekündigt habt. Also normalerweise, ihr hättet das Projekt auch können wahrscheinlich durchziehen, ohne dass ich so diese emotionalen, ja, aber das war Andi, neugierigen Schwankungen hatte. Also das war eigentlich, also es war so ein richtig böse, wie bei irgendwie so Netflix-Serien, so ein Hook. Bei irgendwie so ein Cliffhanger so eine, am Ende der Episode, genau, oder Staffel. So eine Staffel geht zu Ende und dann denkst du, wieso? Ne? Und dann denkst du so die ganze Zeit, wie geht's denn weiter und was kommt denn? Und so war das. Und aber nochmal zurück, also ich finde das auch extrem wichtig, dass halt viel Vertrauen im Raum ist, weil wir haben uns ja Schnelligkeit auf die Fassade geschrieben und das ist ja auch einer der Kernwerte, ja, als Firma gesehen. Und ich glaube, das geht nur mit Freiraum. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt mit jedem Handschlag kommen müsstest und sagen würdest, hey Erik, hier, wir wollen das so und so machen, das würdet ihr dann so viel Content rauskriegen? Ich glaube, das würde mich tatsächlich erstmal maximal stressen. Weil ja auch unsere Freigabe- und Feedback-Schleifen, das geht sehr, sehr schnell. Zum Beispiel bei dem Launch hatten wir zwei Videos vorbereitet und eins mussten wir nochmal nachdrehen und das ist dann wirklich am 21 Uhr erst fertig geworden und am nächsten Morgen war der Launch. So, und jetzt hätte man das so machen müssen, dass nicht nur ich auf Bereitschaft bin, mit unserem Videografen zu feedbacken, sondern dass du auch noch dort in diese Feedback-Schleife mit eingebunden wirst. Mhm. Und dann muss das ja zurückgefeedbackt werden und dann wäre das nicht innerhalb von 5 Minuten anstrengend erledigt gewesen, so, sondern hätte noch viel länger gedauert. Und das ist ja nicht das Einzige. Das Video ist ja nicht, dann ist fertig, dann ist gut. Nein, dann muss das bei YouTube hochgeladen werden, dann muss es im Newsletter verlinkt werden, dann muss es auf der Landingpage verlinkt werden, dann müssen die Links in die Postings eingeplant werden und so weiter. Also es ist ein umfangreicher Prozess. Es ist ein ultra umfangreicher Prozess, den man einfach überhaupt gar nicht sieht. Das hat Sebastian, einer unserer Vertriebler, auch so gesagt. Nach dem Launch, schade, dass man einfach nicht sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, aber auch zum Beispiel KI-Bilder generieren. So, wenn man das noch nie gemacht hat, dann denkt man, ja, man klickt einfach auf einen Knopf und dann hat man das fertige Bild. Und du hast ja neulich auch dein Vision Board für dieses Jahr gemacht. Was denkst du, wie viele Versuche hat es gebraucht oder wie viel Zeit? Ich weiß es sogar. Also das sind, ich glaube, entweder über 100 oder knapp unter 100. Auf jeden Fall war das relativ umfangreich. Also, weil man muss ja... Genau wie wenn man malt, dann hat man so erstmal so eine grobe Idee
und scribbelt sowas und dann wird das ja immer, so ist mein Vorgehen und dann wird es immer cooler und so ist es auch bei KI, du hast erstmal so eine grobe Idee, also ich wusste zum Beispiel, ich will so einen Kompass, aber mehr hätte ich dazu können beschreiben, ne? Also und das ist dann währenddessen gekommen, weil ich gesehen habe, hey, jetzt habe ich 4 Varianten und dann war vielleicht eins in die Richtung und dann konnte ich aber auch meine Beschreibung, weil das ist ja eigentlich das Entscheidende bei KI. Ja. KI ist ja nichts ohne ein geiles Prompt sozusagen. Und also ich kann mir das sehr umfangreich vorstellen, was die Anne da gemacht hat. Ja, und das ist halt so, zieht sich halt durch jeden einzelnen Aspekt, der damit zusammenhängt. Mhm. Jetzt sind wir aber ganz schön vom Thema abgeschwiffen. Thema Vertrauen. War das schon immer so, dass du so viel Freiraum, weil man muss ja auch mal sagen, du hast ja früher die Marketingmaßnahmen selbst in die Hand genommen. Also das Fassadendesign, bevor Anne das gemacht hat, hast du gemacht. So die Website, bevor ich die neu gemacht habe, hast du die gemacht. Also du warst sehr in der Marketingabteilung involviert. Du hast das Marketing für TechSoup gemacht, viele, viele Jahre lang. Und dann kommt auf einmal so ein Team, alle irgendwie voll jung, mit komischen Ideen. Und auf einmal, so musst du es abgeben. Ist dir das schwer gefallen oder wie war da so ein bisschen der Prozess für dich? Also das ist dir das schwergefallen, das hört sich so an, als ob das abgeschlossen ist. Also ich glaube, das ist so ein permanenter Prozess. Und ich glaube, einerseits ist es mir leicht gefallen, aber fällt es mir nach wie vor leicht, weil ich auch immer sehr viel Freiraum bekommen habe von meinen Eltern. Das ist ja im Wesentlichen nichts anderes, ne? Also ich war ja nicht Zeit meines Lebens Geschäftsführer, sondern ich habe ja von der Pike auf jede Aufgabe irgendwann mal gelernt. Und dann haben sich halt die Verantwortungsbereiche etwas verschoben. Und also so sehe ich es auch in dem Fall. Und ich finde es halt spannend, weil das ist, ich glaube, beidseitig ein permanentes Lernen und Wachsen. Weil natürlich gibt es auch mal Kampagnen oder Ideen, wo ich sage, oh krass, das hätte ich jetzt vielleicht etwas anders gemacht. Wo ich dann aber auch im Umkehrschluss stellenweise lerne, ey krass, ich hätte es zwar anders gemacht, aber es hätte wahrscheinlich gar nicht so geil funktioniert. Also wo so Sachen total geil funktionieren, wo ich gesagt hätte, hey, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Geiles Beispiel ist auch mein Bruder, der ist ja auch mit dem Unternehmen tätig, der macht so Shop-Projekte und da gibt es Sachen, wo ich sage, das funktioniert nie und dann bringt das aber immer Umsatz, wo ich dann sage, hey, krass, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und da lernt man eigentlich permanent, hey, deine eigenen Ideen oder Denkweisen sind nicht zwangsläufig so das Zentrum des Universums und du hast nicht sozusagen das Recht auf Wahrheit und Prognosefähigkeit gepachtet. Und man muss ja auch mal dazu sagen, deshalb stellst du ja Leute ein. Also definitiv. Einer Punkt ist ja auch, dein Tag hat auch nur 24 Stunden und egal wie toll du die strukturierst und wie krass du Pareto und mit den wildesten Hebeln arbeitest, es ist einfach nur begrenzte Zeit. Du kannst einfach nicht alles machen. Mhm. Und das Zweite, du bezahlst ja Leute dafür, die das machen, die sich daran auskennen, die sich daran weiterbilden. Und zum Beispiel bei Max, bei deinem Bruder, ist es ja auch so, seine Zielgruppe ist ja noch mal eine andere. Und ich glaube, also ich würde schon behaupten, Max hat ein höheres Verständnis seiner Zielgruppe, als du hast. Das würde ich unterschreiben. Da bin ich jetzt aber froh. Du dachtest, ich komme was anderes. Ja, da hätte ja können sein, dass du sagst, nö. Wie ist denn das bei dir? Also ich meine, das ist ja eigentlich auf jeder Ebene so. Und du hast ja auch mittlerweile ein Team von 4 Kollegen. Du hast alleine angefangen in dem Bereich. Ist ja ein selber Ablauf wahrscheinlich oder ein ähnlicher. Ja, also auf jeden Fall bei mir ist es auch so, dass ich mittlerweile... Also es ist ganz cool eigentlich so in der Onboarding-Phase, die ja bei uns schon so über ungefähr 6 Monate geht. Erst lernst du ja alles ein bisschen, kenn alle Abteilungen, alle Mitarbeiter, alle Abläufe, fasst überall mal mit an. Also jeder Mitarbeiter im Marketing hat auch schon mal mit dem Druck geholfen und so. Mhm. Und dann wirst du ja in der Marketingabteilung eingearbeitet. Und wieso lächelst du da so? Weil Sandro gerade so lustig geguckt hat, weil Sandro tatsächlich nie ein Bootcamp leider bekommen hat. Oh je, Sandro, das wird jetzt nachgeholt. Mittlerweile ist er ja auch schon seit 3 Jahren bei uns im Unternehmen und ist so oft in der Druckabteilung gewesen. Warum soll ich ihn da jetzt noch mal? Ja, mittlerweile hat das, glaube ich, verinnerlicht. auf jeden Fall. Und so in diesen ersten 6 Monaten schaue ich dann schon in der Einarbeitung mehr hin. Also schaue schon jedes Short-Video an, jedes lange Video an. Wenn wir jetzt mal bei den Videografen sind, schaue über jeden Blogtext drüber oder schaue mir jede Grafik an oder so. Aber ich könnte, also auch ich als Teamlead könnte nicht jedes Content-Piece, was vorbereitet oder fertig gemacht wird, prüfen.
das geht auch bei mir überhaupt gar nicht mehr kapazitätsmäßig. Und weil wir auch Kunden betreuen im Social-Media-Bereich. Und natürlich schaue ich da mal drüber oder guck mal rein, gerade bei den Kunden auf jeden Fall stärker noch. Aber bei den Texte-Projekten fahre ich auch am besten damit, viel Freiheit zu lassen. Weil so, wenn ich mir was ausdenke, dann haben wir so ein bisschen was. So, dann kommen jetzt die Gedanken von Anne dazu, von Sandro, von Dave, von Elias. Und dann ist das so viel. Ey, das ist aber auch so das Spannende. Und nochmal jetzt, um einen Kreis zu schlagen zu dem Container-Thema. Wir verraten jetzt noch nicht was. Aber das Krasse ist ja, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen mit dem Container. Aber wo ich das Ding dann gesehen habe, da sind mir dann sofort übelst geile Punkte noch eingefallen, die sozusagen das noch geil ergänzen. Und auch da ist ja noch nicht das Ende, sondern da könnt ihr wieder anklinken und das dann wieder wachsen lassen. Und das ist ja so dieser total geile Prozess, wie so aus einer kleinen Idee, war deine, glaube ich, in dem Fall, wie das so sich total krass ausbreitet und so Formen annimmt, die man am Anfang oder die du wahrscheinlich da auch nicht auf dem Schirm hattest, oder? Ja, also wenn ich jetzt überlege, wie ich ins Marketingbüro gestürmt bin und meine Skizze ans Flipchart gezeichnet habe, ganz euphorisch von meiner lustigen Idee erzählt habe, die in wenigen Tagen umgesetzt werden muss. Ich bin gesegnet mit einem sehr begeisterungsfähigen Team, muss man auch sagen. Ne? Ja, das wäre schwierig, glaube ich, so mit so störrischen Kollegen im Team, ne? Also die dann so sagen, oh nee, wir haben also noch nie gemacht. So Gegenteilsortierer und so Blockierer. Früher war alles besser. Nee, das geht, also im Marketing geht das definitiv absolut gar nicht. Und dann zu dem, was jetzt ist, heutiger Stand, aber was sich auch jetzt schon wieder daraus entwickelt hat. Der Launch war am Donnerstag, wir haben heute Dienstag. So, und jetzt hat sich schon wieder das nächste Krasse entwickelt, was auch nochmal übelst viel verändern wird, was man dann natürlich auf unseren Socials sehen wird, was sich da entwickelt hat. Was wir noch nicht verraten. Achtung, es ist geheim. Aber das Tolle ist, vielleicht abschließend, wir haben das natürlich auch online so ein bisschen geteilt und versuchen ja auch wirklich so realistisch so einen Blick zu. Also natürlich, wir präsentieren das fertige Ergebnis und ich würde behaupten, das ist geil. Aber dann zeigen wir auch trotzdem, hey, welche Struggles gibt es im Hintergrund? So, weil natürlich ist es scheiße, wenn du noch mal einen Tag vor Launch irgendein Video neu drehen musst und alles, was damit zusammenhängt, machen musst. So, und andere würden das niemals eingestehen. Ich glaube, das ist auch so, wo du uns viel Freiraum gibst und am Anfang, glaube ich, auch so ein bisschen mehr noch ein Problem hattest, dass wir diese Unperfektion gezeigt haben, weil es viele Jahre lang ja auch immer so war und wichtig war, dass du nach außen immer perfekt bist und keine Angriffspunkte bietest. Gut, ich glaube, das ist aber auch, wie du es beschreibst, also die Historie ist ja so, dass jedes Unternehmen nach außen versucht, so einen Schein zu wahren, hey, bei uns geht nie was schief, wir sind perfekt. Und also da gehört auch jede Menge Mut dazu, dass man das halt so zeigt, dass, hey, wir sind alle nur Menschen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und was ist da? Da gibt es ja 1000 Sprüche, die dieses Phänomen beschreiben. Und dass man das aber auch zeigt und dann sozusagen in dieser Hochglanzwelt, weil die meisten, oder es gibt ja noch nach wie vor tausende Homepages, wo so alles akkurat ist und aus dem Ei gepellt und so das Image-Video, wo so 4 Tage Hochglanz, gefilmt wird und jede Ecke in der Halle komplett aufgeräumt wird. Das, bei uns ist ja alles raw. Also das glauben immer die Kunden, wenn die dann hier sind, sagen die, ey krass, habt ihr jetzt irgendwie eine Woche für uns aufgeräumt? Und das sieht halt so aus, wie es aussieht. Ja, und um nochmal kurz das Ganze zu einem Rap zu bringen. Wir haben das auch online so geteilt, so ein bisschen die Journey. Und dann hat auch jemand kommentiert, so viel Eigeninitiative, wie deine Mädels und Jungs haben, Respekt. Und ich glaube, der liebe Stefan, schöne Grüße. Und ich glaube, das ist auch was, das würde dieses hohe Maß an Eigenständigkeit und an Eigeninitiative würde nicht existieren bei uns im Unternehmen, wenn es diese Freiheiten nicht gäbe, wenn es diese Freiheiten für die Leiter nicht auf Geschäftsführungsebene gäbe, wenn es für diese Freiheiten für die Teammitglieder nicht auf Leitungsebene geben würde. Ich glaube, das ist auch was uns ausmacht und was uns auch immer voranbringt für die Zukunft. Und wenn dich interessiert, was in diesem Container verborgen ist, wie unser Launch ablief, die Materialien und so weiter und so fort, schau unbedingt bei YouTube vorbei, dort siehst du alles. Oder einfach bei TechSub auf unserer Website, da haben wir eine extra Landingpage zur Pop-Up-Exhibition eingerichtet. Und dort kannst du dir auch ein kostenfreies Materialmuster unserer neuen Materialien All White und Midnight Pro bestellen. Und
noch eine kleine Ergänzung, weil das ja ein Thema ist, wo wahrscheinlich viele mitreden können. Wie ist denn das bei euch in den Firmen? Wie wird das da gehandhabt? Wie viel Freiraum gibt es da? Wie viel Vertrauen? Wie handhabt ihr das? Das würde mich mal interessieren. So. Lass uns drüber sprechen.